Hallo Freunde, Christian Schmeier, Diplom-Psychologe. Und wir machen wieder so ein Mischformat heute. Wir reden einerseits darüber, nehmen wir mal an, du musst dich mit deinem toxischen Ex auseinandersetzen, der vielleicht egoistisch ist und so ein bisschen narzisstisch ist. Wobei ich jetzt nicht sage, dass Trump, ich weiß nicht. Also man kann vielleicht sagen, dass er so, soll ich mal sagen, so in diesem Alltagsbegriff manchmal so ein bisschen narzisstisch rüberkommt. Aber gut, es sind wahrscheinlich viele Menschen, die in vorderster Front stehen. Aber ihr wisst schon, so wie er halt so ist irgendwie, ne, was glaube ich viele wiedererkennen so in ihrem toxischen Ex oder ihrer toxischen Ex, dieses, weiß ich nicht, Gaslighting, ich habe die Wahl nicht verloren und dieses ganze Programm. Und wir können heute mal sehen, manchmal hat man sich, muss man sich ja mit solchen Leuten auseinandersetzen, vor Gericht, in der Elternsprechstunde, in der Mediation, wie man mit sowas umgeht, weil das kann man tatsächlich hier sehen, bei der Kamala Harris, die das wirklich zu meiner großen Überraschung, muss ich sagen, ihn eigentlich komplett niedergestreckt hat mit den genau den Sachen, die ich immer sage, so, ne? Also vor allen Dingen Fakten, Fakten, Fakten. Es war aber auch ein bisschen Powerplay von ihr, was sie einfach tierisch gut gemacht hat. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, das unter verschiedenen Aspekten mal durchzugehen, so, ne? Weil viele haben ja gesagt, boah, die hat keine Chance, die hat schon verloren. Und ich sag mal gleich vorab, Politik ist mir scheißegal, weil ich glaube, wenn wir unsere Probleme damit lösen könnten, dass wir den einen oder den anderen Kandidaten wählen, ob das jetzt in Amerika, in Deutschland, sonst wo ist, das wäre schön, das ist glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht so grundlegende Veränderungen, einen grundlegenden Neustart, auch für unsere Demokratie, aber vielleicht rede ich aber mal einen Privatkanal mal drüber. Von daher, ob jetzt, es mag jetzt für Partikularinteressen interessant sein, ob jetzt der eine oder der andere gewählt wird. Ich denke, die USA werden einfach so weitermachen wie vorher auch. Im Guten wie im Schlechten Maße wird sie nicht viel ändern, werden Geld raushauen ohne Ende, was sie nicht haben, was andere Nationen auch machen. Und von daher, weiß ich nicht. Ich interessiere mich ein bisschen für Bitcoin, da wäre jetzt vielleicht Trump besser, aber in vielen anderen ist er wahrscheinlich schlechter. Aber wahrscheinlich wird Kamala Harris auch so viel Geld raushauen. Das ist auch wieder Gutes für Bitcoin oder was auch immer. Also mir ist es echt scheißegal, aber ich finde es eine hochinteressante Studie. Aber ihr braucht jetzt wirklich nichts Politisches runterzuschreiben, weil das geht bei mir da rein, da raus. So, ne? Ja, was man jetzt erstmal gleich sieht, ist, dass sie halt keine Angst demonstriert, das ist immer wichtig, ne, dass man, das ist immer schon scheiße, wenn man so, nimm mal bei, du stehst mit irgendjemandem vor Gericht und du hast, vielleicht hat man innerlich Angst, aber man zeigt es eben nicht, seht gleich hin, gibt ihm die Hand und das ist auch schon die erste Sache, dass sie gleich irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nimmt und er findet eigentlich die ganze Zeit kein Mittel dagegen, ist wirklich hochinteressant. Das ist so eine Zusammenfassung, 3 Minuten, ich denke, das geben wir uns mal. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early. Gut, ich werde jetzt nicht alles übersetzen, aber was sie jetzt sagt, erstmal, was total richtig ist, sie bringt jetzt Fakten. Ob diese Fakten jetzt stimmen, gehe ich mal von aus, weil die haben eigentlich immer, ich glaube, nur eine Sache hat bei ihr nicht gestimmt, sonst haben die eigentlich immer so einen Live-Faktencheck gemacht, diese Moderatoren, was manchmal so rüberkam, als wenn die auf Trumps Seite waren, aber Trump erzählt einfach auch viel Blödsinn, wie viele andere, sage ich mal so, ich sage jetzt mal so Minuspole auch irgendwie. Sie kommen jetzt gleich mit Fakten und erzählt jetzt gleich so Sachen auf, was er schon alles für einen Quatsch erzählt, da wollte ich die andere Nummer dran mit irgendwas in die Venen spritzen, irgendwie Chloro oder ich weiß nicht was, Chloroform oder so hilft gegen Corona, was er mal erzählt hat, und jetzt hat sie irgendwas mit Windmühlen verursachen, XY, also er ist halt diesen ganzen Blödsinn erzählt. Das macht sie schon mal richtig gut. Die ist einfach tierisch gut vorbereitet. Wahnsinn, wirklich. Out of exhaustion and boredom. People don't go to her rallies, there's no reason to go.
Jetzt, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Spielfläche sauber hält. Jetzt sagt sie zum Beispiel, ja, deine Wahlkampfveranstaltungen sind total langweilig. Also, ich sag immer, wenn du dich mit jemandem zu tun hast, wo du sagst, boah, ey, der ist einfach so toxisch und so narzisstisch oder ich weiß nicht was, oder egoistisch, whatever, versuch nicht auf seinem Feld ihn zu besiegen, weil das gelingt in aller Regel nicht. Da lieber einfach Fakten, sich nicht provozieren lassen, was sie perfekt meistert hier, immer ganz ruhig bleiben. Sie schießt eigentlich auch ordentlich zurück, aber es funktioniert, weil es ja, ist halt ein Powerplay, was sie hier wirklich gewinnt gegen ihn. Und ja, das ist schon mal, er findet auch kein einziges Mittel dagegen. Jetzt hat sie gesagt, ja, deine Wahlkampfveranstaltung langweilig, die Leute gehen raus, ne? Und ich weiß auch nicht, er ist scheinbar nicht so gut vorbereitet, ne? And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there. She has a plan to confiscate everybody's gun. President Trump, she has a plan. So, hat er sich schon das erste Mal komplett aus der Fassung gebracht. Das ist genau, wenn ihr mal, wie gesagt, in solchen, sagen wir mal, auf dem Elternsprechtag seid und euer Ex geht euch auf die Nerven. Lasst ihn seine Waren, aber wie gesagt, ich nicht nochmal, ich miss das politisch völlig egal, ne? Lasst ihn zeigen, wie er ist, oder sie zeigen, wie sie ist. Sie hat schon geschafft, er ist schon aus der Mitte raus. Und das kommt halt immer scheiße an. Wenn du jetzt irgendwo stehst und bist total cool, alle werden sagen, was jetzt auch, glaube ich, viele Zuschauer sagen, wow, Trump ist echt, echt weird. Ne? Schon die Fassung verloren. Da kommt sie auch gleich noch drauf zurück. Macht sie echt gut, ne? Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff. So, wieder Fakten. Nein, wir... Es geht hier zum Waffen. Nein, wir werden die Amerikaner wollen die alle Waffen tragen. Nein, wir nehmen denen die Waffen nicht weg. Also wieder... Fakten. Und er kommt halt, was viele von diesen Minuspolen halt auch so machen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie, also sie, ich bin auch überhaupt kein Fan von ihr. Ich bin wirklich einfach fasziniert, wie gut sie sich vorbereitet hat, weil es gibt so viele total weirde Clips von ihr im Internet oder wo sie teilweise, wo sich fragt, irgendwie hat sie getrunken oder so. Also ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass einer von beiden besser ist, aber ich finde es psychologisch schon interessant. Ne? I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out. And I'll say that. And then I read that she was black. I mean, honestly. Ja, voll. Jetzt kommt also, er hat mal gelesen, dass sie nicht schwarz ist. Auf einmal ist sie schwarz. Also jetzt wieder eine Sache, die natürlich überhaupt nicht gut ankommt, wo er so als Rassist rüberkommt. Wieder. Und werden ihm bestimmt seine Berater gesagt haben, fall nicht auf diese Sachen rein, die sie anbietet. Und der fällt drauf rein. Ne? Also... Hat vielleicht, das ist, was ich auch neu schon gesagt habe, viele Menschen, die so im Ego sind, wobei ich glaube jetzt nicht, dass Kamala Harris nicht im Ego ist, aber Donald Trump ist sicherlich sehr im Ego, die glauben ja, sie gewinnen immer und nie passiert irgendwas. Und bis sie auf einmal, ja, ihr Blatt überreizen, das sage ich immer, das passiert, wie gesagt, deswegen, man kann auch ein bisschen darauf warten, wenn man, wie gesagt, in diesen Auseinandersetzungen ist mit so Ego-Menschen, man kann nicht darauf warten, dass sie Fehler machen, weil die werden passieren, weil die so, ja, so voll von ihnen selber sind, sag ich mal, wie man auf Englisch sagt, ne? Und ja, also auch da, anstatt dass er sich besser vorbereitet hätte, hat er vielleicht gedacht, kriege ich schon alles hin, bumm, ist wieder in die Falle gegangen, ne? Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president, who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. Ja, jetzt sagt sie, er ist quasi ein Rassist, ne? Und ja, to be honest, ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube jetzt persönlich nicht, dass er ein Rassist ist, aber er kommt jetzt so rüber, ne? Und das will sie ja nur. Springfield, ne? They're eating the dogs, the people that came in. So, jetzt sagt er, dass die Immigranten in Springfield die Haustiere essen, das. Das ist halt eine von seinen Räubergeschichten, mit denen aber sein Anhänger gut ankommt, dass er das hier ernsthaft bringt und sie ist auch genau, ihre Körpersprache ist auch genial. Sie lacht ihn aus. Ey, guck mal, wie blöd er ist, dass er diese Räuber-Stories, die auf Social Media rumgehen, dass er die glaubt, ne? Und also die ganze Körperhaltung zeigt, das ist ein Typ, das ist überhaupt ihre ganze Strategie hier und das setzt sie meisterhaft um, ist aber nicht unbedingt schwierig hier sauber halten. Dass sie eigentlich sagt, du bist eine Lachnummer. Also, dass sie das geschafft hat, echt ein Meisterwerk. They're eating the cats. They're eating
They're eating the pets of the people that live there. You talk about extreme. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President. Ja. Thank you. Welcome to you. Ups, jetzt habe ich es verkackt. Da hat er jetzt gesagt, gut, die haben natürlich eine unterschiedliche Meinung zu Abtreibung. Er hat gesagt, dass ja, dass es in manchen Staaten halt so wäre, selbst Kinder, wenn die schon geboren sind, können sie sozusagen noch getötet werden, so als Abtreibung. Wo er jetzt wieder gefaktencheckt wird, diesmal von der Moderatorin, ne? Kommt wieder, ist gleich wieder. Fakten, ne? So, sie muss die Stelle mal wiederfinden hier. Notice is that people start leaving his rally boredom. Plan to confiscate everybody's gun. President Trump, she has a plan. Anybody's guns away. So stop with the continuous lying about not black that she put out. I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently over the course of his I read that she was black. I mean, honestly, I think it's a tragedy. Say that, and then wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide. Dogs, the people that came in, they're eating the cats. They live there. You talk about extreme. In this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with. Ja, jetzt sagt sie, ja, gut, ihre Position zur Abtreibung halt, ja. Her body. I have talked with women. Wo sicherlich bei Frauen gut mit ankommen, ja, also wenn sicherlich Liberale so sehen, ich denke, sie wird bei Frauen auch gut ankommen. Aber wie gesagt, mir geht es nicht um die Politik. Women around our country. You want to talk about this is what people wanted? She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. But just so you understand, they sent her to negotiate. Ja, er sagt ja, sie hasst Israel. Das muss man natürlich sagen, ob sie, ich habe jetzt nicht das, aber dass manchmal bei vielen Liberalen so das Gefühl haben, was ich sehr befremdlich finde, auch gerade in Deutschland, dieser Antisemitismus, ich finde es absolut, aber gut, wir wollen ja jetzt nicht, das ist auch ein ganz anderes Thema. Das muss ich sagen, muss man Trump immer zugute halten, dass er echt kein Antisemite ist, wirklich, und das sagt ja schon viel heutzutage. Create peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war. Yet again, I said it at the beginning of this debate. You're gonna. Ja, was er zum Beispiel jetzt gar nicht rausgebracht hat, und sie hat ihn wirklich echt völlig aus dem Konzept gebracht. Er hätte jetzt zum Beispiel sagen können, seiner Präsidentschaft ist kein Krieg angefangen worden, im Gegensatz zu den ganzen Demokraten. Hat ihm bestimmt auch jemand gesagt vorher? Hat er wohl vergessen. Weil sie ihn halt so. Ich hab ihn echt niedergestreckt, muss ich echt sagen. I hear a bunch of lies coming from this fella. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is, it has been about standing as America always should. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. So I think you've heard tonight 2 very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. She's been there for 3.5 years. Weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber scheinbar nicht. Das, was krasseste, wo sie ihn, glaube ich, echt gekillt hat, ist, als sie gesagt hat, die anderen Staatschef, und ich fliege ja immer durch die Gegend, ich bin ja Vizepräsidentin, die lachen über dich. Die lachen über dich, was du für ein Clown bist, ungefähr. Und er hat da keine Antwort drauf gefunden, ne? Das ist, und das natürlich bei so einem stolzen Mann, wieder, wo sie wieder über die Schiene geht und unwidersprochen, ne? Hat er irgendwie kein Mittel gefunden. Ich weiß gar nicht, was da mit ihm los ist. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht Spielfläche sauber halten, sondern Powerplay. Oh, das ist ihr gelungen, so, ne? Muss man echt sagen. Ne? They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs. Ja, sagt er nicht richtigerweise, wenn du so viele Sachen ändern willst, warum hast du nicht schon längst gemacht, weil du bist ja in der Regierung. Aber so diese ganzen Sachen, die sind halt sehr untergegangen scheinbar. Did all the things we talked about, why hasn't she done it? Gut, also ich fand es hochinteressant. Also wie gesagt,
wenn ihr mehr Zimmer haben wollt, wenn du dich in solchen Situationen findest, wo du dich rechtfertigen musst und du hast Angst, dass da irgendein Toxiker, Narzisst, was weiß ich, redet dich nieder, bereite dich vor, konzentriere dich auf Fakten, bleib eiskalt, bleib total ruhig. Wenn du mal einen Punkt machen kannst, dann mach mal wegen einen Punkt und dann geh ohne Angst da rein und dann wird es jetzt oft zu deinen Gunsten richten, auch wenn man das gar nicht gedacht hätte, weil die Leute sind dann doch nicht so, dass sie nicht erkennen, wen sie da vielleicht vor sich haben. Zumindest Profis erkennen das leicht dann. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da oder auch ein bisschen Signal, ob euch auch solcher, so ein gemischter Content interessiert. Ich fand es hochspannend, konnte heute Nacht eh schlafen, habe mir das mal angeguckt. Ja, es ist wirklich, also man hatte ja vorher das Gefühl, sie kriegt keine geraden zwei Sätze raus, aber das ist halt, das ist die Energie, die du reingibst, die gibst du wieder raus und sie hat sehr viel Energie, glaube ich, in diese Auseinandersetzung reingegeben und das hat sich gelohnt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, macht die folgenden Kurse, ciao, ihr Lieben.